ist eine außerordentlich qualifizierte Persönlichkeit, hat einen sehr, sehr guten Rekord, Ausbildung und Berufserfahrung. Und für mich sind vor allem vier Kriterien sehr wichtig, die sie alle beherzigen muss und beherzigen wird. Das erste Kriterium ist das Kriterium, das Gesamtbildungssystem miteinander zu entwickeln, das heißt die Zusammenarbeit mit den Kantonen insbesondere zu pflegen. Das zweite Kriterium heißt, alles was modernste Technologie ist, die Digitalisierung, das muss ihr nicht fremd sein, sondern das muss sie an sich anziehen und das Beste daraus machen und mit dem Land technologisch weiterhelfen. Und dann die Affinität zu den kleinen und mittleren Unternehmen, von denen leben wir, das ist unser Rückgrat. Das ist ihr genauso wichtig. Und dann am Schluss ist sie Frau und die weise Frau ist, bringt sie Frauen in unsere Domäne. Das ist ein wunderbarer Ausgleich, der dann mit der Zeit geschehen wird. Was motiviert Sie bei Ihrer neuen Aufgabe? Bildung, Forschung und Innovation stehen im Zentrum der digitalen Transformation. Und hier einen Beitrag leisten zu können, das finde ich ausgesprochen spannend und darauf freue ich mich.